So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trine. In dieser Folge habe ich jetzt endlich mal die Aufnahmeart umgestellt und hoffe, dass es diesmal die Bildqualität dann besser wird. Ich bin gefühlt eine halbe Stunde unter meinem Schreibtisch hin und her gekrochen, bis ich endlich das richtige HDMI-Kabel am richtigen Fleck hatte. Das hat vielleicht gedauert. Bei der Verkabelung muss man erstmal noch durchblicken, wenn man zwischen zwei HDMI-Kabeln das Capture-Ding da drin hat. Und dann noch wechselt muss von der Wii U zum Spiel, also zum PC-Bildschirm. Und dann stellt man auch noch fest, dass das dann falsch war und dass das irgendwie so nicht so ganz funktioniert, weil das Capture-Ding nur HDMI-Kabel nimmt und der Bildschirm eben mit irgendeinem Adapter über ein HDMI-Kabel angeschlossen war. Dann muss ich den einen Bildschirm und den anderen Bildschirm noch vertauschen und dann habe ich nicht mehr durchgeblickt und lag ungefähr eine halbe Stunde unter meinem Schreibtisch. Aber jetzt hat es doch funktioniert. So, jetzt bin ich nur leider zu doof für diesen Rätsel. Das könnte schon reichen, oder? Nee. So und so. Okay, wenn ich jetzt hier drauf springe nochmal und dann das da oben irgendwie nach unten bekomme. Moment, das sollte sich machen lassen. Dann müsste ich immerhin die drei gleichzeitig hochkriegen. Dann fehlt nur noch... Moment, das da unten soll jetzt mit denen da gleichzeitig hochgehen. So, jetzt sind sie alle oben. Jetzt bin ich wieder da drauf getreten. Okay, gut. Jetzt muss ich nur noch hochkommen. Na also, geht doch. Hat ein bisschen gedauert, aber es hat funktioniert. Und jetzt habe ich es irgendwie schon wieder verbockt. Ah nein, Moment. Ich glaube, so kriege ich es hin. Na also, geht doch. Hat jetzt doch noch als schnelles funktioniert. Ich bin ja fast schon stolz auf mich. Wenn ich nicht gerade eben noch eine halbe Stunde lang unter meinem Schreibtisch gelegen wäre, könnte man jetzt fast schon meinen, ich könnte mit Technik umgehen. Das hat mir vielleicht aufgeregt. Dann wurde das blöde HDMI-Kabel nicht in den HDMI-Anschluss. Weil es irgendwie mit einem Winkel von 0,05 Grad schräg war oder was weiß ich. Auf jeden Fall wollte es nicht da rein. Und ich hänge da unter meinem Schreibtisch halb schief. Naja, egal. Ich hab's hinter mir. Es hat funktioniert. Und ich hoffe auch, dass die Aufnahme diesmal nicht so wahnsinnig ruckelt. Spielen konnte ich ja die ganze Zeit flüssig. Aber die Aufnahme war halt immer irgendwie verruckelt. Wieso hängen da zwei Kisten? Kann ich unter Wasser mit dem Hammer angreifen? Ich kann nicht mal zum Hammer wechseln unter Wasser. Nein, kann ich definitiv nicht. Kann ich die Dinger da nicht irgendwie losmachen? Die müssen ja aus irgendeinem Grund da sein, denke ich mal. Nicht? Doch, die kann ich vielleicht. Vielleicht kann ich die mit dem Zauberer losreißen. Oh. Die muss man gar nicht losreißen. Die sind schon losgerissen. Ja. Jetzt müsste ich die nur noch irgendwie dazu kriegen, zu schwimmen. Oder ich ignoriere die einfach und nehme. Achso, geht gar nicht. Na, dreh dich. Mit ein bisschen Schwung. Na, also geht doch. Nein, 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 noch. Ich würde das doch wohl irgendwie so rum da ins Wasser bekommen. Okay, bringt nichts. Ich geb's auf. Und wie komme ich jetzt da hoch?
Keine Ahnung. Hoppla, das war jetzt nicht ganz. Oh! Ach so. So geht's natürlich auch. Hätte ich das vorher gewusst. Dann schmeiße ich einfach mal schnell die zwei Fässer darüber. Liegt da noch eine Holzplanke rum? Nee, doch. Oder ist das angebunden da? Ja, toll, jetzt fliegt noch ein Fass durch die Gegend. Jetzt habe ich jetzt, nochmal. Jetzt habe ich gleich alle Fässer einfach dort drüben rumliegen. Oh, Moment, ich glaube, da unten war. Oh, nein, das habe ich mir eingebildet. Einbildung ist auch eine Bildung. Immerhin. Oh. Huch. Ja, so war das zugegebenermaßen nicht geplant. So immer noch nicht. Ich werde doch wohl noch da die Diebin wieder bekommen. Na, also geht doch. Bis Zeit kann man das total mit der Diebin anschießen. Vor allem mit den vier Pfeilen, weil mit irgendeinem trifft man immer. Naja, zumindest meistens. Na, also geht doch. Ah, das hat jetzt aber gedauert. Ich dachte schon, das Ding stirbt gar nicht mehr. Achso, falscher Knopf. Was mache ich denn da? Und ich wundere mich schon, warum ich nicht da hochkomme. Ja, ich versuch's mal. So. Na, geht doch. Jetzt muss ich nur noch mal. Ah, Moment, so könnte ich es natürlich auch machen. Huch. Nein, nicht runter. Oh Gott, das war knapp. Das war das Zahl beinahe runtergefallen. Zum Glück bin ich so intelligent und bemerke sowas, bevor ich mit Pfeil und Bogen schieße. Das war nämlich alles geplant. Hoppla. Jetzt bin ich gerade ein wenig erschrocken. Und das war auch geplant, dass ich da runtergefallen bin, nur um die Erfahrung einzusammeln. Die habe ich nämlich vorher gesehen. Natürlich. Und wer was anderes jetzt behauptet, den bezeichne ich jetzt einfach mal als Lügner. Weil das gehört sich einfach so. Oh, vier Erfahrungs-, vier Stufen Fähigkeitspunkte sind die Dinger, oder? Ja, ich kaufe mir jetzt mal das da. Beim Ritter und bei der Diebin reicht es leider für nichts, aber als nächstes denke ich mal. Ja, da bin ich unentschlossen. Keine Ahnung. Beim Zauberer nehme ich auf jeden Fall das, weil ich jetzt gerade noch Dingens da. Punkte hab. Fähigkeitenpunkte. So rum. Aua. Ja, Mist, jetzt habe ich schon wieder eine tote Diebin. Für den zweiten Griff halten. Ja, ich. Achso, X. Ah. Stimmt. Das verbraucht Mana. Und haut ganz schön rein. Aua. Das probiere ich gerade mal kurz nochmal aus. Hoppla. Ach, da habe ich mal schnell ein bisschen zugehauen. Aber nur ein bisschen. Wir wollen ja nicht übertreiben. Es war auch überhaupt nicht übertrieben für die Skelett, Skelettkämpfer da. Hallo? Lässt sich der Ritter einfach von dem Skelett auf der Nase rumtanzen? Ich glaube, es geht los. Perfekt. Und ich habe schon vermutet, das bleibt nicht liegen. Ne, hallo? Wieso? Da war doch gar nichts. Ach, egal. Ich frage einfach nicht, es bringt eh nichts. Ah, ich wusste doch, dass da jetzt gleich wieder was kommt.
Huch, der da unten hat sich mal wieder irgendwie selbst umgebracht, wie auch immer er das wieder geschafft hat. Huch. Und der war noch gar nicht tot. Der, schon wieder? Wie macht die das da unten? Ist hier irgendwas Besonderes? Ach, was weiß ich. Aua. Da unten gibt es gar nichts. Wieso sterben die dann da alle? Oh, Moment, da oben gibt es aber was. Das habe ich gesehen. Kann ich das irgendwie da... Ja, ich kann das... Das bringt aber nichts. Oh, ich mache einfach so. Auch gut. Aha, und jetzt sieht man auch die Steam-Errungenschaften in der Aufnahme. Roter Meisterstein gefunden. Was macht der rote Meisterstein? Also jetzt wisst ihr übrigens, dass ich nicht lüge. Ich bekomme wirklich ständig Steam-Errungenschaften. Erhöht die maximale Anzahl der Planken um 1. Erhöht die maximale Gesundheit um 10%. Okay, mehr Planken oder mehr... Ich glaube, die Gesundheit nehme ich jetzt einfach mal. Die Planken brauche ich gerade nicht. Ja, hallo? Ich habe den Balken eigentlich gerade nach unten gezaubert, aber irgendwie hing der jetzt in der Luft, warum auch immer. Der dachte sich jetzt einfach, nö. Nö, ich will nicht. Ich bin ein Balken und ich bin ein stolzer Balken. Und ich lass mir von dir nichts sagen. Oh, hübsch. Ich glaube jetzt... Moment, falscher Knopf. Ja, wir haben alles hier gefunden. Leer! Es ist nicht hier! Nein, nur ein großer Zauberer im Schlaf. Warte, kannst du das hören? Kann das sein? Könnte der große Zauberer... Licht, heller als die Sonne, blendete unsere Helden. Bilder von dem, was passiert war, blitzten vor ihren Augen auf. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ein Erdbeben das Podest erschüttert und dabei den Schrein zerstört, der das Artefakt für Körper und Materie umgeben hatte. Die Zauber, die das dritte Artefakt beschützt hatten, wurden zerstört. Das Artefakt wurde gestohlen. Und noch schlimmer, es war mit dem Artefakt für Verstand und Macht verbunden. Ohne das Artefakt für Seele und Gerechtigkeit wurde die Kraft der Artefakte verzerrt und sie erweckte Kreaturen aus Knochen und Staub zum Leben, die sich bewegen konnten, aber ohne eine Seele und eine Bedeutung zu haben. Der Trine war der einzige Gegenstand, der das Gleichgewicht auf der Welt wiederherstellen konnte. Und wieso tut er das dann nicht? Gibt's ja gar nicht. Dieses ganze Rumgespringe ist nicht gut für einen erwachsenen Mann. Ich wünschte, wir könnten uns ausruhen. Ja, der arme Ritter. Ausgerechnet der Ritter. Der eigentlich immer so tut, als könnte er alles. Ja, ich weiß, dass der in der Haken auf hölzernen Oberflächen greift. Ich will da hoch. Geht das? Kann ich da hoch? Moment, das werde ich gleich rausfinden. So, eine Planke oben drauf. Dann noch so ein Ding. So, ich glaube, so würde das reichen. Klar. Ja. Na also, da gibt's sogar was. Haha, ich bin gut. So, jetzt mit der Diebin da hoch. Dann gibt's da die nächste Erfahrung. Und dann sehe ich hier schon wieder was. Da komme ich allerdings nicht direkt hin. Da muss ich den Umweg nehmen. Hallo? Ich sehe nichts, aber ich glaube, ich habe gerade einen besiegt. Ah, da unten stehen noch welche. Also, standen noch welche. Hallo? Kannst du dich mal für eine Seite entscheiden? Danke. Na also, geht doch. Huch, da liegt ein Balken, den habe ich gar nicht gesehen. Schon wieder so ein stolzer Balken. Diese Balken. Ein Herz für Balken. Wir sammeln jetzt Spenden. Für die armen Balken dieser Welt. Die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen.
Ah, den habe ich direkt erwischt. Ah, den habe ich direkt erwischt. Kommt noch einer? Nee, schade. Kann ich das da oben irgendwie mit einem Pfeil treffen? Nee. Vielleicht mit einem Feuerpfeil. Oh, ich sehe gerade links was. Nee, ich glaube so nicht. Aber da müsste ich irgendwo durchkommen. Kann ich mich hier durch? Ja, da kann ich mich durchhauen. Habe ich da nicht gerade... Oh, verdammt. Ich habe da doch gerade ein Loch durchgehauen. Warum kam ich da jetzt nicht so durch? Geht doch. Das war aber schon wieder verdammt knapp. Gibt's hier noch was? Nee. Nicht, dass ich irgendwas erkennen könnte. Ja. Was macht das Spiel da? Also, geht doch. So, das mache ich jetzt, glaube ich, am besten so. Also, geht doch. Okay, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Noch 4 Minuten. Ah, da habe ich doch tatsächlich mal auf Verdacht geschossen und tatsächlich was getroffen. Ich glaube, das war das erste Mal. Hier oben gibt es nichts mehr. Außer, oh, eine Brücke weniger. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich jetzt irgendeinen Witz machen soll mit jeden Tag stirbt eine Brücke auf dieser Welt oder so. Spenden Sie jetzt für bedürftige Balken von Brücken oder sowas. Aber das war mir dann tatsächlich zu doof. Man glaubt es kaum. Na? Na, verdammt. Wie viele gibt's denn hier eigentlich? Dem habe ich einfach mal die Fußsohle weggeschossen. Das hat scheinbar schon gereicht. So, wie komme ich da rein? Ah, ich glaube, da muss ich gar nicht hinkommen. Das reicht, wenn ich da mit dem Zauberer eine Planke durchschiebe. Und schon liegt das Teil auf der anderen Seite. Praktisch. Ist hier oben noch was? Nein, sieht nicht danach aus. Auch wenn man hier oben perfekt was hätte verstecken können. Zum Beispiel habe ich da gerade mein spielerisches Geschick versteckt. Das mangelt mir nämlich gar nicht. Ich habe es nur da oben versteckt. Oh, Lorenfahrten. Ich liebe Lorenfahrten. Vor allem im Donkey Kong Country fand ich die Lorenfahrten immer toll. Ja, allerdings macht sich diese Lorenfahrt hier eindeutig bei den FPS bemerkbar. Die sind nämlich gerade ziemlich in den Keller gegangen, sogar bei mir hier. Und nicht nur in der Aufnahme wahrscheinlich. Ja, also, Kopf weg. Was macht ein Skelett eigentlich mit Kopf? Ich meine, so ein Skelett hat keine Augen. Wozu sollte das dann einen Kopf brauchen? Ich verstehe es nicht. Hoppla. Oh, Schatztruhe. Hey, also geht doch. Eine Mana-Kugel. Was macht denn die Mana-Kugel? Erhöht das maximale Mana um 10%, verbindet sich mit anderen Mana-Zaubern. Na, dann bleibt das jetzt mal mit Zauberer. Okay, ich möchte mal gerade nochmal was gucken. Ich kriege hier noch 14 Erfahrungspunkte, die ich so finde, und 9 Erfahrungspunkte durch Gegner. 14 und 9 macht zusammen 23 und 23 und 29 gibt definitiv mehr als 50, also soll ich nochmal ein Level-Up bekommen jetzt. Ich bin nämlich gerade am überlegen, wie viel brauche ich dafür? Ah, okay, ich weiß, was ich mir als nächstes kaufe. Eindeutig den schnellen Bogen, weil das kostet 3 und das hier nur 2. Deswegen finde ich den schnellen Bogen besser. Und wenn ich sowieso in diesem Level schon ein Level-Up kriege wieder, dann sollte ich im übernächsten auch wieder ein Level abbekommen und später dann noch eins und noch eins und noch eins und dann passt es schon irgendwie. Ich mach's mir jetzt einfach mal einfach. Ausnahmsweise. Man muss ja nicht immer kompliziert denken.
Nur jedes zweite Mal. Oder jedes dritte Mal. Oder jedes vierfünftelte Mal. Das ergibt Sinn. Na, jetzt hoch mit dir da. Ich glaube, es geht los. Ich krieg's heute noch hin. Ich bin mir sicher. Es könnte sich nur ein bisschen hinziehen. Na, okay, na also, geht doch. Wie gesagt, mir glaubt ja nur nie jemand was. Woran liegt das wohl? Ich bin doch so seriös. Schwebeplattform, sehr gut. Und der Zauberer hat sogar noch einen Punkt da. Er braucht aber zwei, na gut, dann halt nicht. Auf jeden Fall können wir jetzt Schwebeplattform zaubern. Und zwar, indem wir ein Dreieck zaubern. Zeichnen, meine ich. Und diese Schwebeplattform können wir frei anordnen. Und daran können wir uns mit der... Und daran können wir uns... Achso, erst beim nächsten Mal. Ich dachte irgendwie, das geht jetzt schon. Aber nein, erst nach einem Upgrade. Ich wollte gerade sagen, damit können wir uns dann... mit der Diebin daran festhalten, aber das war wohl nichts. Da bin ich einfach mal unnötigerweise in den Abgrund gesprungen. Na, hoch da. So, dann rüber mit dir. Ah, okay, es hat sogar noch gereicht. Ich dachte schon, das wird wieder knapp. Kann ich das auch zerstören? Ja, kann ich auch. Sieht genauso aus wie alles andere. Und beim Zerstören. Okay. Das war nicht ganz der Plan. Allerdings hat das auch funktioniert. Also warum nicht? So, jetzt springe ich einmal da drauf. Lass das langsam absinken. Und dann kann ich darüber. Und auch wieder zurück. Ja, wirklich jetzt? Jetzt wäre ich beinahe schon wieder tot gewesen. Aber zum Glück hat es gerade noch so hingehauen. Die blöde Plattform bewegt sich immer von allein nach rechts. Links. Ich wollte nur mal wieder beweisen, dass ich weiß, wo rechts und links ist. So. Nein, die bewegt sich immer von allein nach links. Was weiß ich, warum die das macht. Vielleicht sympathisiert die mit den Balken und ist einfach für Anarchie. Oh, ich bin scheinbar auch für Anarchie. Ich mache die Folge nämlich einfach mal 23 Minuten lang. Naja, dann beende ich mal hier die Folge mit über 3 Minuten Überlänge und würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.